Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio mit Bob's Mod. Und was wir hier sehen, ist Förderbänder mit wenig Kohle drauf. Und das liegt ganz einfach daran, dass unser Bedarf an Energie nicht gedeckt ist. Wenn unser Bedarf nicht gedeckt ist, dann fördern wir auch nicht genügend Kohle. Drum habe ich hier zwei neue Heizkessel von der verbesserten Variante. Wenn wir das so verwenden, da brauchen wir noch einen von denen und dann die passenden Dampfturbinen dazu. Und damit können wir den Bedarf knapp decken. Aber ich denke, ja, und wir sind schon wieder darunter. Das heißt, weil hier einfach zu wenig Kohle rauskommt. Das dürfte eins der Kernprobleme sein. Denke ich mal. Und wir haben hier in dem Kohlefeld nur so viel Kohle. Und wenn wir mal hier schauen, das nächste ist hier drüben. Nicht gleich um die Ecke. Drum müssen wir uns vielleicht umsehen, ob wir eine andere Form von Stromproduktion hinbekommen. Wir haben hier noch Fluid Burner, damit können wir Flüssigkeit verbrennen statt Festkörperkohle. Wir haben hier elektrische Burner, die brauchen wahrscheinlich auch Festkörper und das Ganze für Flüssigkeiten. Was günstig wäre, wäre etwas für Gase, denn wir haben etwas an Wasserstoff übrig, was wir nicht benötigen. Aber vielleicht ein Dampfkessel produziert 900 Kilowatt. Ein Solarpanel produziert 107. Das heißt, wir brauchen 9 von den Solarpaneln, um einen Dampfkessel zu ersetzen. Von denen hier, das sind die kleinen, die normalen und die sind groß. Ich denke, wir bauen da mal einige auf. Das sollte uns dann zumindest über den Tag durchbringen und hoffentlich die Kohleknappheit unterbinden. Und was mir hier fehlt, sind die gelben Schaltkreise. Und warum ist die Energieversorgung so wichtig? Weil wenn wir das Projekt, das ich heute angehen möchte, durchziehen, dann werden wir wahrscheinlich mehr Strom brauchen. Also, ich werde hier mich zuerst mal um den Strom kümmern. Vielleicht auch mit noch zwei zusätzlichen Dampfturbinen. Einfach als Rückversicherung. Denn
Akkumulatoren haben wir derzeit noch keine, da wir uns noch nicht um Batterien gekümmert haben. Und sobald wir die Elektrizitätsversorgung sichergestellt haben, können wir uns um das eigentliche Projekt für heute kümmern. Die Stromsituation scheint unter Kontrolle und wir haben auch hier wieder ein volles Band Kohle anlegen. Das sollte uns durch die Nächte bringen. Und unser heutiges Projekt sind nicht die gelben Schaltkreise, sondern die roten. Die sind hier und dafür brauchen wir Transistoren und die roten Platinen. Und ich habe das mal hier ausgerechnet. Und was wir dafür noch brauchen, sind die blauen Assembly-Maschinen für Elektronik. Das heißt, hier brauchen wir etwas mehr Forschung und das können wir hier einreihen. Ja, da haben wir alles dazu. Und wir machen einfach hier mal weiter. Und dann beginnen wir auch mit den Zügen, denn das werden wir auch bald einmal benötigen. Sobald wir Materialien brauchen, die wir nicht hier in unserem Starterbereich haben, werden wir die von außerhalb her beziehen müssen. Und die neue Fabrik, die bauen wir hier unten hin. Und da sind uns ein paar Klippen im Weg, die wir beseitigen können und müssen. Und glücklicherweise sind wir mit Klippensprengstoff gut eingedeckt. Wenn wir das Rezept hier anschauen, benötigen wir hier eine Eisenchloridlösung und ich denke, die produzieren wir vorne, wo wir sowohl Eisenerz als auch Chlorwasserstoff haben und leiten das Ganze dann hier nach hinten durch. Und der Rest sollte nicht so schwer sein, denn die Kabel brauchen wir nur für die nächsten Verarbeitungsschritte und nicht wie hier auch noch für die Boards. Zumindest die Kupferkabel. Wir brauchen hier dann... Nein, sogar für die Boards brauchen wir nur Kupfer, Zinn und die hier. Und die machen wir aus Harz und Holz. Und hier sehen wir auch wieder, wir haben das Verhältnis 1 zu 1 für die Boards zu den vollständigen Maschinen. Das heißt, wir können wiederum ein Setup in dieser Art haben. Dieses Rezept werden wir auch brauchen und das machen wir dann auch in diesen Maschinen. Dann brauchen wir auch hiervon nur eine. Für die Zinnkabel brauchen wir eine Maschine, aber Kupferkabel brauchen wir zwei davon. Das heißt, wir können die hoffentlich
so anordnen, dass die dann auch direkt da reinknicken. Und ich denke, ich beginne mal mit der Eisenchloridlösung. Die wird da vorne irgendwo produzieren können. Wir haben das Chloridwasserstoff hier. Wir haben Ausgang hier. Und dann kann ich hier. Hier einmal und hier einmal. Und dann messen wir hier das so machen. Und dann brauchen wir einfach das Kupferrohr da nach rüberlegen. Und wahrscheinlich habe ich wieder einmal zu wenig Rohre in der Tasche. Gut, ich mache die Rohre fertig und dann können wir nachher schauen, wie wir das mit dem Rest von unserer Fabrik hinbekommen. Eine Zutat haben wir bereits und wir haben auch mit der Forschung Fortschritte gemacht. Allerdings habe ich festgestellt, für die blauen Assemblymaschinen brauchen wir erst rote Schaltkreise und die roten Schaltkreise bekommen wir erst, wenn wir dieses Setup gemacht haben. Darum denke ich, wir bauen das Ganze so auf, als hätten wir die blauen, aber verwenden vorerst mal die gelben und dann können wir die ersetzen, sobald wir so weit sind. Und hier machen wir dann mal die Zinnkabel und hier machen wir die Kupferkabel. Und wahrscheinlich brauche ich da etwas mehr an Greifarmen, bis wir da durch sind. Und das ist eine ungünstige Position hier, denn hier haben wir auch bereits ein Band. So, ich denke, ich verschiebe das Ganze etwas. Und was ist dann das nächste, was wir anschließen wollen? Wahrscheinlich die Dioden und die Transistoren, denn die brauchen die Zinnkabel. Dann müssen wir die nicht weiter nach hinten durchreichen. Und wir haben hier 10 und 17 und die Silicon Wafer, die müssen wir auch produzieren. Das ist auch 10. Das heißt, hier das können wir wieder direkt reinlegen. Allerdings sind diese Montagemaschinen 3 auf 3, wo diese nur 2 auf 2 sind. Aber nachdem wir hier 3
Inputmaterialien haben und ein Output, brauchen wir vielleicht mit Strom und so trotzdem ein Feld mehr. Gut, ich versuche mal hier was zusammenzuschustern und sobald wir das haben, können wir uns das anschauen und dann sehen, was machen wir mit dem Rest der Dinge. Der erste Teil ist nun fertig und der ist auch schön kompakt hier mit den Transistoren und dafür musste ich die Zinkkabel, die wir von hier bekommen, den Überschuss, genau die Hälfte brauchen wir hierfür, die andere Hälfte hierfür, da nach oben durchreichen, damit wir das dann auf das gleiche Band wie unseren Kunststoff legen können. Und zu diesem Zeitpunkt sind die Förderbänder noch zu wenig schnell, dass wir den gesamten Durchsatz auch erreichen können, aber wir legen dann den Output hier auf, da fehlt noch eine Maschine, hier auf dieses Band für die Transistoren und die Dioden kommen auf der anderen Seite hin. Und was fehlt mir da? Eisen. Das ist Eisen. Denn wir brauchen für den nächsten Schritt doch noch einige zusätzliche Maschinen. Und dann ist es Holz. Kupfer. Denn wenn wir jetzt hier schauen, was wir hier für die Bretter, für die roten Schaltkreise brauchen, die zwei haben wir, die produzieren wir und knicken es direkt rein und dann brauchen wir hier noch Lötdraht und ich habe mir gedacht, das machen wir hier oben und haben dann ein zweites Band hier nach unten und dann für den, weil derzeit können wir unsere Arme nur so einstellen, dass sie entweder kurz knicken oder lang knicken, aber nicht extra lang. Das heißt, wir können nur über ein Band rübergreifen. Das heißt, den Output müssen wir auf der anderen Seite hinmachen. Hier machen wir unseren Draht und dann hier machen wir die hin. Brauchen hier zweimal Input. Und Output geht da raus. Und dann haben wir hier wieder einmal lang geknickt. Und dann hier auf dieser Seite ist die Forschung fertig. Und wir können da auch schon mal etwas weitergehen. Und dann letztendlich die blauen Wissenschaftspakete einreihen. Hier kann ich. Worin mache ich die? Ah, dafür brauche ich die. Okay. Dann machen wir das mal so. Darin sollte es gehen. Ja. Weil wir brauchen hier sowieso was für unsere Stromversorgung.
haben. Und machen wir das so. Und dann haben wir hier, da brauchen wir die Platten und das Harz. Anbringen. Und vielleicht machen wir das dann so. Angeschlossen und hier den machen wir. Oh. Machen wir das so und dann brauchen wir hier auf dieser Seite noch zwei Einband. In das Verhältnis. Ah, dafür brauchen wir. Okay. Dann machen wir mit einem Band das da drauf. Und hier knicken wir zweimal raus, aber einmal kurz. Einmal muss das hier wieder lang sein. Einmal kurz. Das ist Kupfer und Zinn. So, hier anschließen. Hiervon und hier machen wir auch noch was und dann der zweite ist dann wahrscheinlich hier. Ja. Und das dürfte das Setup sein, das wir dann hier unten benötigen. Zinn. Und dann so. Und ich brauche mehr von den gelben Untergrundbändern, denn nur die sind lange genug, dass ich da unten durchkomme. Und jetzt müssen wir nur noch wissen, wir brauchen 17 davon, sprich wir machen eine gerade Anzahl, nämlich 18. 4, 6, 8, 10, 12, 14,
16, 18. Und noch ein paar Clips müssen weg. Und wahrscheinlich gehen mir dann da die Förderbänder aus. Und auch alles andere. Aber wir haben alles am Start, was wir brauchen, bis auf die Flüssigkeitsanschlüsse. Und die legen wir dann hier hinten raus. Und dann können wir das nämlich so verbinden. Und wenn wir das alles haben und auch den Strom angeschlossen haben, dann sollten wir in der Lage sein, hier rote Schaltkreise zu produzieren. Bis auf den Strom sollte nun alles richtig angeschlossen sein. Und sobald wir hier eine Verbindung herstellen, sollten wir auch sehen, wie die einzelnen Teile anlaufen. Hier müssen wir einfach noch warten, bis 10 ankommt. Problem hier, denn wir müssen das von diesem Förderband reinknicken und das funktioniert natürlich nicht, wenn wir das hier so haben. Dann werden wir das mal entfernen. Und wir müssen uns überlegen, anders auf das Förderband rauf bekommen. Wenn wir hier große Strommassen verwenden, machen wir keine auf dieser Seite. Wir können das so machen. Und dann müssen wir in der Lage sein, hier so durchzuschleifen. Und das hat uns die Stromverbindung gekappt. Aber das bekommen wir wieder hin. Und nun produzieren wir auch Transistoren. Rausgehen. Wir haben hier die Lötzinnkabel anlegen. Wir haben hier die Solderplatten anlegen. Ah, und die werden nicht rausgeknickt, weil uns hier noch die Transistoren fehlen. Die aber hier schon kommen.
und die ersten Maschinen sind am Produzieren und wir haben rote Schaltkreise. Ziel für diese Episode erfüllt und ich habe auch unser Solar Array etwas ergänzt, um sicherzustellen, dass wir genügend Energie haben. Und auch die Forschung habe ich etwas vorangetrieben. Und ich denke, nächstes Mal könnten wir dann mal sehen, ob wir da etwas Richtung Roboports und persönliche Bauroboter kommen, denn das macht das ganze Bauen mit Blaupausen und so um einiges einfacher. Was wir hier vielleicht noch machen müssen, ist die zweiten kurz knicken lassen, damit wir hier eine gleichmäßige Verteilung auf dem Band hinbekommen. Und wahrscheinlich werden erst die unteren Maschinen erst so richtig anlaufen, wenn wir hier das Band voll haben und die oberen Maschinen nichts mehr rauslegen können. Aber sobald wir da dann ein schnelleres Band einziehen, sollte auch das Problem sich erledigen. Aber das war's für heute mit roten Schaltkreisen und ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dann und tschüss!